Kriegsgericht. Ihre Division? 19. Die 19. Division ist vor 10 Tagen abgelöst worden. Sie sind ein Deutscher in italienischer Uniform. Der Mann ist ein Spion. Er ist schuldig, die Truppen aufgewiegelt zu haben. Ich beantrage ihn zum Tode zu verurteilen. Ich übergebe den Angeklagten hier mit dem Kriegsgericht. Im Namen seiner Majestät, der Angeklagte wird für schuldig erkannt und zum Tod durch Erschießen verurteilt. Nein! Warten Sie doch! Ich will ja reden, ich will ja alles sagen! Nimm gefälligst deine Hände weg! Ich kann ohne Hilfe gehen. Ihr Name, Rang und Geburtsort? Mein Name ist Alessandro Rinaldi. Mein Rang ist der eines großen Feiglings. Und meinen Geburtsort nenne ich nicht, weil ich ihn nicht beschmutzen will. Sie tragen das Abzeichen des Sanitätskorps. Oh, verzeihen Sie mir. Ich vergaß es abzureißen. Nein, nein, hör auf, Rini, sag Ihnen die Wahrheit. Er ist ein Aufwiegler und hat die Armee einen Dreckshaufen genannt. Und die Soldaten aufgefordert, sich zu ergeben. Sie sind desertiert und ich bin mit Ihnen geflohen. Ich bin Militärarzt. Die Verwundeten hätten mich gebraucht. Und ich bin trotzdem geflohen, weil ich genauso feige bin wie ihr. Lassen Sie mich für ihn sprechen. Seien Sie still. Worauf wartet ihr noch, ihr Helden? Knallt den Feigling nieder und gewinnt den Krieg. Entweder sind Sie ein Spion oder ein überführter Deserteur. Im Namen seiner Majestät werden Sie zum Tod durch Erschießen verurteilt. Seid ihr denn wahnsinnig? Major Rinaldi ist krank. Er ist krank. Hören Sie? Hören Sie. Hören Sie doch. Sie müssen mich anhören, Oberst. Er ist einer der besten Chirurgen in Ihrer Armee. In unserer Armee? Ihr Name, Rang und Geburtsort. Lebt wohl, Baby. Ich gehe dahin, wo Pater Galli ist. Achtung! Nein. Feuer! Beantworten Sie meine Fragen. Sie sind kein Italiener. Sie tragen eine italienische Uniform, aber Sie wissen noch nicht einmal, wie ein italienischer Soldat grüßt.